Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München. Endstand 2:3. Neben mir auf dem Podium Lucien Favre. Lucien, deine Analyse zum Spiel bitte. Ja, insgesamt war ein gutes Spiel. Viele Torchancen auf beide Seiten. Persönlich, wir haben auch viele Torchancen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit auch. Und war ein schönes Spiel am Fernsehen zu sehen, leider ohne Zuschauer. Aber ja, insgesamt, das Spiel war ganz okay. Vielen Dank, Lucien, und darf jetzt um Ihre Fragen zum Spiel bitten. Sebastian Wessling macht den Anfang. Herr Favre, am Ende heißt es dann 3:2 für den FC Bayern. Was hat in Ihren Augen am Ende den Unterschied ausgemacht? Ja, wie gesagt, wir haben 3 Tore gekriegt. Aber wir haben so viele Torchancen in der ersten Halbzeit, wenn wir besser spielen. 3, 4, 5 Mal, wenn wir besser fixieren. Wir müssen mehr Tore machen. Und wir konnten auch die 3:3 machen, ganz am Ende auch. Große Torchance. Und noch eine andere Möglichkeiten und so. Und ja, am Ende, klar, wir sind, und ich bin als Trainer enttäuscht. Wir haben verloren, aber insgesamt, wir haben Fußball gespielt. Patrick Berger von Sport 1 hat die nächste Frage. So, jetzt hallo Herr Favre, ich ziehe mal die Maske kurz ab. Rafael Guerreiro hat heute, um einen positiven hervorzuheben, einen sehr guten Auftritt gemacht, wie ich finde. Wie hat er Ihnen gefallen, das ganze Spiel über, und könnte das so ein bisschen ihn auch beflügeln, dann nach der Länderspielpause? Danke. Ja, er hat gespielt, das letzte Spiel in Brügge. Nein, er hat gespielt in Brügge. Ja, er hat in Brügge gespielt. Vorher hat nicht in Bielefeld gespielt. Und deshalb, er hat heute wieder gespielt, weil 2 Spiele nacheinander, es geht noch. Aber er hat das okay gemacht und gute Flanke für das zweite Tor, der zweite Halbzeit. Offensiv, er hat gut gespielt. Offensiv. Den Rest muss man sich dazu denken. Die nächste Frage bitte. Wenn es noch eine gibt, dann nochmal Sebastian Wessling. Sie haben es ja schon gesagt, also ein Unterschied war, dass Sie eben die Chancen nicht genutzt haben. Die Bayern haben dann zumindest 3 ihrer Chancen genutzt. Ist das dann einfach fehlende Effizienz oder geht es da um Konzentration? Geht es um irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die man richtig machen muss? Also woran liegt das dann in Ihren Augen? Bayern hat auch Torchance gehabt. Wir müssen auch klar sagen, sie haben 2 Tore sind annulliert für uns, ja klar. Aber wir haben auch mehrere Torchance gehabt. Ja, erste Halbzeit, wir sollten das ein wenig besser machen. Wie gesagt, es liegt an nicht viel. Ballannahme, du musst sofort beschleunigen oder einen Pass machen oder du musst fixieren. Und der ein Wahl ist sehr, sehr wichtig hier. Wir haben das nicht top gemacht. Die letzte Pässe, man sieht, ein paar Spieler sind gut mit ihrem Rechtsfuß, aber nicht so gut mit ihrem Linksfuß, und ein paar mit ihrem Linksfuß gut, mit Rechtsfuß nicht so gut, für einen letzten Pass zu machen. Ja, das sind nicht Detail für mich, das ist wichtig. Dann schaue ich nochmal, ob es noch Fragen gibt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, darf ich mich schon bedanken für die Pressekonferenz. Alles Gute, guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Bye bye. Au revoir.